allerseits. Es freut uns sehr, Sie hier in Bern begrüßen zu dürfen. Es ist eine Premiere, wie Sie wahrscheinlich wissen, dass der Open Education Day, früher noch der Open Source an Schulen Tag, erstmals jetzt in Bern stattfinden wird. Das ist ein sehr schönes Ereignis, oder? Ich bin Matthias Stürmer, bin selber Stadtrat in Bern und finde ich immer gut, wenn viele Sachen auch in Bern laufen. Und ich denke, es ist auch kein Zufall. Es hat heute auch zahlreiche spannende Beispiele aus Bern, die wir Ihnen präsentieren werden im Rahmen dieses Morgens. Zuerst aber ein kleiner Rückblick. Wo waren wir letztes Jahr? Was haben wir letztes Jahr gemacht? Vielleicht haben Sie ihn schon gesehen. Nichtsdestotrotz erlaube ich mir jetzt nochmal diesen schönen kurzen Recap-Clip abzuspielen. Genau, mit diesem kurzen Intro-Video sind all die Eindrücke, Emotionen zurück, die wir letztes Jahr hatten. Das war, denke ich, wirklich ein schöner Anlass und ich freue mich sehr auf den heutigen Anlass. Der ist möglich dank verschiedener Unterstützung. Ronny wird Ihnen da kurz was dazu sagen. Ja, hallo auch von meiner Seite, Ronny Standke. Ich bin letztes Jahr noch hauptsächlich an der Fachhochschule Nordwestschweiz gewesen. Jetzt bin ich auch an der Uni Bern. Ich habe letztes Jahr eine Mail an die Hasler Stiftung geschrieben, als wir noch in Bruck waren, habe dort um Geld gebeten, dass wir auch gute Verpflegung bieten können, dass wir Tonaufnahmen machen können, dass wir so einen Clip produzieren können. Es hat eine Weile gedauert und wir haben eine positive Antwort bekommen. Jetzt für den Open Education Day in Bern. Es ist ein bisschen teurer in Bern. Wir haben um 50% mehr Geld gebeten und die Antwort war doppelt so schnell da. Und zwar positiv. Also manche Dinge gehen in Bern richtig schnell. Gut, es ist nicht nur die Hasler Stiftung, die uns unterstützt. Die hat natürlich den größten Batzen gesponsert. Es ist auch Google, Adfinisai Group, die PR Bern selbst. Ja, das von meiner Seite. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken bei der Hasler Stiftung. Herzlichen Dank. Sehr gut, vielen Dank. Ja, wie gesagt, an all diese Unternehmen und eben vor allem die Stiftung, Hasler Stiftung, die es unterstützt. Wichtig eben dahinter auch eben die PH Bern, die mit verschiedensten Personen da ist. Bevor wir da übergehen, noch kurz ein paar technische Informationen. Sie haben hier einerseits die Möglichkeit, Wi-Fi zu kriegen über das WLAN der Public PH Bern. Da müssen Sie mit dem SMS-Authentifizierung sich da quasi erkenntlich zeigen. Oder Sie haben die Möglichkeit, mit dem Lab PH Bern und einem sehr einfachen Passwort sich entsprechend da einzuloggen. Genau. Machen Sie doch alle ein Foto von diesem Screen mit dem QR-Code. Und ich rede noch ein bisschen weiter. Nicht auf den Folien, aber auch wichtig ist zu wissen, wir haben, wie Sie schon hören, heute eine Fotografin da. Sie wird durch den ganzen Tag uns begleiten und eben Eindrücke machen. Wenn Sie das nicht möchten, dass Ihr Kopf irgendwo in einem Clip oder in einem Foto erscheint, dann teilen Sie es doch bitte ihr gleich persönlich mit, dass Sie entsprechend auf Ihre Aufnahme verzichten möchten. Dann noch eine andere kleine Information. Sie sind jetzt hier in einem Hörsaal der Uni Bern und haben die Möglichkeit, sehr bequem jetzt den Morgen da auf den Holzstühlen zu verbringen. Was etwas versteckt ist, es hat für zwei Plätze jeweils eine Steckdose unten in dieser Metallsäule drin. Also falls Sie wieder etwas Energie nachladen, das ist hier in diesem tollen Raum möglich. Wir sind auch auf Social Media vertreten, Hashtag Open Education Day. Wenn Sie dazu noch etwas eben über den Tag twittern möchten, auch das würde uns sehr freuen, wenn wir ein bisschen Live-Feedback erhalten, was diesen Tag angeht.
Nun freut es mich sehr, mit Pascal Piller und Jörg Berkel zwei weitere wichtige Personen hinter diesem Anlass Ihnen vorstellen zu dürfen. Sie sind die treibenden Kräfte bei der PA Bern. Aber keine Angst, liebe Frauen, wir haben auch Frauen im Team. Sie sind jetzt einfach schon maßgeblich beschäftigt und ja, darum haben wir jetzt halt diesen Job übernommen. Vielen Dank, Matthias. Auch wir möchten euch im Namen der PH Bern herzlich willkommen heißen an diesem Anlass. Wir, das sind Jörg Berkel und sein Team, die Medienwerkstatt und Medien Online, das Team von mir, vertreten durch Cornelia Epprecht und Nicole Berwa. Sie haben sie bereits am Empfang begrüßen dürfen. Genau. Medien Online setzt sich ein, damit Unterrichtsmaterialien, die an der PH oder an den Volksschulen entwickelt werden, nicht in Schubladen verschwinden, sondern den Weg finden ins Netz, als sogenannte Ideensätze und anderen Lehrpersonen zugänglich gemacht werden. So können Lehrpersonen mit offenen Bildungsressourcen arbeiten. Sie können diese Materialien ganz einfach anpassen an eigene Bedürfnisse, und sie können die Materialien recht sicher weitergeben. Dadurch erhoffen wir uns, eine Kultur zu fördern, eine Kultur der Offenheit, eine Kultur des Austausches und der Zusammenarbeit an der PH, aber auch unter Lehrpersonen. Und zum Teil der Bildungsmedien hat uns Pascal etwas erzählt. Ich bin jetzt noch für einen anderen Teil da, das ist nämlich die Medienbildung. Speziell die praktische Medienbildung, bei der ist weniger das Endprodukt wichtig, sondern eher der Weg dorthin. Und bei diesem Prozess unterstützt die Medienwerkstatt im Dialog und durch angeleitetes Learning by Doing, sodass angehende Lehrpersonen oder auch Dozierende der PH Bern sich sicher und selbstbestimmt in der medialisierten Welt bewegen können. Und ich möchte mich jetzt schon bei allen Referentinnen und Referenten bedanken, dass sie heute ihren Beitrag zu dem vielseitigen Programm leisten und natürlich auch bei den Teilnehmenden, dass so ein großes Interesse an dieser Sache auch da ist. Dankeschön. Genau, das kann ich bestätigen. Heute hatten wir so viele Anmeldungen wie noch nie, etwa 150 Anmeldungen plus noch alle Referenten. Also wir sind annähernd 200 Teilnehmer, die jetzt oder schon im Laufe des Tages noch dazu stoßen werden. Von dem ein großer Erfolg, Punkt und Teilnehmerzahlen. Von unserer Seite einfach, Ronny und ich, wir sind bei der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern angesiedelt. Nebenan sind wir noch engagiert im Verein CH Open, einem Förderverein für Open Source Software. Auch dazu haben Sie Informationen schon beim Eingang erhalten. Noch eine weitere Ankündigung, so ein bisschen last minute, haben wir für heute eine sogenannte Mobile Event App kreiert. Sie ist, je nachdem wie man sucht, im Apple Play Store schon erhalten. Am iPhone braucht es noch eine Weile, bis da alle super Security Sachen abgehakt sind. Aber wenn Sie Lust haben, diese App auszuprobieren, sie funktioniert. Sie können hier quasi alle diese Vorträge und Sessions dieses Tages in dieser App nachschauen. Unter diesem Link können Sie die App auch downloaden, beziehungsweise vielleicht findet man sie auch im App Store. Das müssen wir noch herausfinden, wie diese proprietären Stores funktionieren. Genau. Eine zweite sehr wichtige Ankündigung möchte ich Ihnen mit der Lehrplan 21 Informatik-Webseite machen, die wir auch extra für diesen Tag heute finalisiert haben in einer ersten Fassung auf lp21informatik.ch. Können Sie die Lernziele aus der Informatik vom Lehrplan 21 anschauen und eben besonders auch die ganz konkrete Umsetzungsvorschläge nachschlagen. Also Sie haben dort die Möglichkeit, von unseren Mitarbeitern kreierte Inhalte anzuschauen und dann eben auch auszuprobieren, wie können Sie diese über 30 Lernziele vom Lehrplan 21 in Ihrem Unterricht stufengerecht umsetzen. Das ist, wie ich gehört habe, ein gewisses Bedürfnis in den Schulen, da Input zu kriegen, und das ist quasi die Antwort dazu. Die ganze Plattform wird heute lanciert, aber soll weiter auch entwickelt werden in den nächsten Wochen, Monaten. Also wenn Sie selber auch Input haben, selber gute Beispiele kennen, können Sie sich jederzeit melden. Angela Keller, sie ist hier von der Forschungsstelle, winkt noch mal schnell.
Sie ist die Autorin und auch die technische Figur hinter der ganzen Website. Sie können sie kontaktieren und Inputs zurückmelden, wenn Sie dann noch weitere Ideen und Verbesserungen zu diesen Lernzielen und Beispielen haben. Und die dritte tolle Ankündigung, leider bis heute bleibt es bei einer Ankündigung, noch nicht etwas Tangible Download Asset. Es soll einen Open Education Server geben, der ist eigentlich schon bereit gewesen, dann wurde er gehackt und dann haben wir den Server nochmal neu aufgesetzt und dann haben wir ihn so gut aufgesetzt, dass wir selber nicht mehr rein konnten. So geht das heute in der Security. Also wenn jemand uns etwas unterstützen möchte, wir werden nächsten Wochen einen Open Education Server aufsetzen. Wieso? Sie kennen alle das Phänomen, dass Sie von Microsoft und Dropbox und Apple und so alles so vermeintlich gratis Services kriegen für ihre Schule, für sich privat. Und ja, wie man es denke, klar ist eben diese Anfixerei von proprietärer Software, das ist natürlich entsprechend sehr attraktiv und praktisch. Und bei Open Source machen wir jetzt schon seit über 10 Jahren hier an diesen Events. Alle finden das toll, aber wenn man es dann wirklich einführen will, ja, das ist eben nicht ganz so einfach. Technisch muss man ziemlich versiert sein, viele 100 Stunden investieren, damit man so etwas hinkriegt. Oder man hat einen externen Dienstleister, da muss man noch eine öffentliche Ausschreibung machen. Nicht ganz alles so trivial. Und das ist wie eine Hürde, überhaupt Open Source mal richtig einzusetzen. Und dem möchten wir begegnen vom Verein C Open. Dieser Open Education Server soll die Möglichkeit bieten, niederschwellig Open-Source-Tools, insbesondere mal mit Nextcloud, eine Open-Source-Dropbox-Alternative, die wir noch kennenlernen werden heute, und auch mit Collabora Office, LibreOffice Online, eine Office 365-Alternative, und dann auch mit Mattermost, eine WhatsApp-Alternative, einzelne Tools wirklich dann auch praktisch auszuführen, und das wird dann der Open Education Server sein. So viel zu den Ankündigungen und jetzt geht es dann gleich weiter mit einem sehr spannenden Vormittagsprogramm im Plenum bis zur Pause um 10.40 Uhr. Danach haben wir Workshop-Sessions im anderen Gebäude, Fabrikstraße 8, genau. In diesen Workshops haben Sie schon gesehen, eben gibt es verschiedene Räumlichkeiten. Wir hoffen, dass Sie das einfach finden mit diesen 2, das bedeutet der zweite Stock, und A, B, C, das sind die verschiedenen Sektoren auf diesem Stockwerk. Auch am Nachmittag sehen Sie die Räumlichkeiten dann noch angeschrieben an verschiedenen Orten. Und dann eben am Nachmittag auch nochmal im Plenum finden wir zurück hier in diesen Ort und werden dort dann die verschiedenen Vorträge hören.